Ein Dreiseitenhof steht lichterloh in Flammen. Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr in und um Weißbach, das zur Gemeinde Amtsberg im Erzgebirgskreis gehört, alarmiert. Als die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von rund 120 Kameraden an dem Gehöft in der Hauptstraße eintraf, standen mehrere Gebäude bereits voll in Flammen. Einen Großbrand bei Außentemperaturen um die 30 Grad zu löschen, bedeutet einen gewaltigen Kraftakt für die Feuerwehr. Nachbarn, die fürchten mussten, dass die Flammen auch auf ihr Grundstück übergreifen, stand die blanke Angst im Gesicht geschrieben. Wir haben eine Qualmwolke gesehen und einen dumpfen Knall und dann ging schon der Qualm hoch. Und dann hat das alles seinen Lauf genommen. Da haben wir diese Angst in unser Gebäude, in unser Grundstück. Der Nachbarn hat einen Gastank, wo wir auch diese Angst haben, wenn der explodiert, seien wir alle mit dabei. Trotz des gewaltigen Löscheinsatzes mehrerer freiwilligen Feuerwehren brannten die Gebäude fast vollständig nieder. Das Schlimmste, das Feuer ist wohl vorsätzlich gelegt worden. Der Brand ist so vermutlich schrecklicher Höhepunkt eines schon länger schwelenden Streits unter Verwandten. Nach unserem jetzigen Kenntnisstand richtet sich der Tatverdacht gegen einen 63-jährigen Mann. Er steht im Verdacht, zum einen die Feuer gelegt zu haben und in diesem Zusammenhang auch einen 39-jährigen massiv attackiert zu haben. Der Geschädigte ist verletzt und muss im Krankenhaus stationär behandelt werden. Die Polizei muss nun nicht nur die Höhe des Schadens, der wohl immens sein wird, ermitteln, sondern vor allem auch herausfinden, warum ein Familienzwist derart eskalieren konnte. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen den 63-Jährigen wegen versuchten Totschlags und schwerer Brandstiftung. Die Gebäude sind einsturzgefährdet und müssen wohl abgerissen werden.